Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis 2. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier tatsächlich im Unterwasserbereich. Und ja, wir haben beim letzten Mal tatsächlich den kompletten Bereich quasi schon erkundet und wir haben diese Kühlaquädukte hier geöffnet. Genau, so schießt man. Und genau, wir müssen jetzt hier durch die Kühlaquädukte wieder raus. Wir haben diese Karte von Edward City gefunden und wir haben eine Dino-Datei über den Plesios ausgefunden. Okay. Gut, liebe Leute, möchtest du den Aufzug benutzen? Ja. Dann schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Ich habe auch ein bisschen die Auflösung nochmal angepasst. Hab's jetzt auf Full HD gestellt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt... Ja, die Figur, die sieht ein bisschen pixelig aus, aber das sollte man jetzt eigentlich schon sehen. Und es ist auch nicht mehr ganz so krass verwaschen, finde ich. Geht schon, ha? Geht schon. Dritter Energiereaktor, Leute. So, was haben wir hier? Cutscene auf jeden Fall. Ach, den Reaktor, den Generator, den kriegen wir, den kennen wir doch noch. Aus dem ersten Teil. Wow! 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 Das ist ein Plesiosaurus, Leute. Tatsächlich. Okay. War klar, dass wieder irgendwas zugeht, ne? Okay, wir kämpfen gegen einen Plesiosaurus. Oh mein Gott, Leute. Hilfe. Dritter Energiegenerator. Da ist er. Da ist er. Und schieß. Schieß, Regina. Schieß ihm auf den Bauch. Ich glaube, den müssen wir auf den Bauch schießen. Genau. Seht ihr das? Oh, Gottes Willen, Leute. Vor dieser Szene hatte ich echt Respekt gehabt jetzt. Schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. So, wo bleibst du, Plesiosaurus? Wo bist du? Oh Gott. Da ist er. Ach, verdammt. Ich krieg den nie. Und da oben. Ah, verdammte Kacke. Das ist alles so langsam hier. Aber getroffen. Geil, Leute. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr wieder hier dabei seid. Was haben wir denn da hinten? Da ist er. So, vergiss es, Kollege. Und weiter drauf. Jetzt nicht euer Ernst, oder? Nicht euer Ernst, das war's schon. da hätte ich jetzt mit mehr Gegenwehr gerechnet, auf jeden Fall. Da oben müssen wir auf jeden Fall hin. Okay, da hätte ich jetzt echt mit mehr Gegenwehr gerechnet. Okay, Leute. ja, dann würde ich sagen, können wir direkt weiter hier. Und, ja, liebe Leute, diese Aufnahmesession ist tatsächlich auch wieder an einem Sonntagabend hier. Ich habe das Fenster offen. Es könnte sein, dass ihr mit aus dem Medipack, dass ihr Leute draußen hört. Das ist dann der Tatsache schuld, dass ich das Fenster auf habe, weil es wieder so warm geworden hier, ey. Hier in unserer Gegend. Das ist wirklich nicht mehr feierlich. Dass es wirklich so extrem warm geworden ist hier. So, was haben wir hier? Da ist ein kleines maximale Traglast. Wartet mal. Objekt, Heilung. Ich habe gar kein kleines mehr. Ja gut, dann ein mittleres. Und nimm das kleine mit. So. Genau, Leute. Wunderbar. Und, ja, aber diesen Boss, den haben wir ja echt, echt easy. Da ist noch ein großes Medipack. Echt easy platt gemacht. Objektheilung, ja, ich habe alles voll eigentlich, ne? Komm, die Reanimation, komm.
Ich wusste gar nicht, dass man die benutzen kann. Okay, interessant. Gut, liebe Leute, wir sind hier jetzt auf jeden Fall in dem Bereich des dritten Energiegenerators, der hier irgendwie kaputt ist, scheinbar. Und den dritten Energiegenerator kennen wir ja auch noch aus dem ersten Teil, ne? So, liebe Leute, wir müssen hier hoch. Ja. Und dann sind wir quasi, kann ich euch jetzt schon sagen, den Unterwasserbereich. Das ist auch ein großes, ey, meine Güte, schmeißt ihr mich hier mit Medipacks zu. Dann haben wir quasi echt den Unterwasserbereich hinter uns gelassen. Es ist die Energiesteuerung des Aufzugs. Möchtest du die Steuerung benutzen? Ja, bitte. Ah, sehr gut. Aufzug, Leute, wir kommen hier raus. Oh mein Gott, wir kommen hier raus. Du kannst an die Oberfläche gehen. Möchtest du den Aufzug benutzen? Ja, bitte. Oh, endlich. Endlich, Leute. Oh mein Gott, ist das gut. Ist das gut. Stadtfront-Dock. Oh, geil. Oh, wir sind wieder draußen. Ach du Scheiße, aber das sieht... Die Figur, die... Ach du Heilige. Die Figur, die sieht ja übelst verpixelt aus. Boah. Aber gut, Leute. Aber da sehen die Hintergründe zumindest besser aus jetzt, ne? Das tut schon weh. In den Augen, aber gut. Cutscene. Dylan, hi. How's the water? I don't recommend the diving in this resort. Ich auch nicht. I knew you were alive. Yo, Dylan! I found survivors here! Really? We're about to give up. Where are you? The place is Edward City. Hurry! They're... David! David! Edward City? That's not far from here. Let's go! Oh! Regina hat die Zugangskarte zur Stadt benutzt und das Schloss geöffnet. Du musst schnell nach Edward City. Ach, und wir sind wieder Dylan. Missionsdaten wurden aktualisiert. Prioritätsmission. Begib dich schnell nach Edward City und triff dich dort mit David. Ah, neuer Kollege! Interessant. So, Leute, wir sind jetzt hier Dille mit seiner geilen Schlumpfeiskanone. Und, ja, wie gesagt, Leute, mit der Grafik, das muss ich nochmal gucken, dass die Figuren so verpixelt aussehen. Das soll, glaube ich, auch nicht so sein. Ja, gucke ich mir nach dieser Folge mal an. Okay. Gut, es ist eine Kontrollkonsole für einen kleinen Kran. Die Steuerungsanleitung befindet sich auf der Konsole oben. Die Energieeinheit ist jedoch verbrannt und er kann nicht benutzt werden. Geh noch mal da hoch, Dylan. Willst du schwimmen gehen hier? Der Tauchanzug ist zu klein für Dylan. Dylan kann nicht tauchen. Ah, okay, aber Regina konnte tauchen. Na toll. Okay, Dylan. Dann würde ich sagen, Hauptsache du kannst deine schöne Machete schwingen, ne? Es muss gerade repariert worden sein. Das Innere der Maschine liegt offen. Haben die Jetskis, sind so richtig cool. Eine große Maschine zum Heben und Reparieren der Jetbikes. Die mechanischen Teile sind korrodiert. Es befinden sich Insekten darauf. Wo sind wir hier überhaupt? Ah, schaut mal da. Area Way to City. Durchgang zur Stadt. An unserem Schiff. Ah, wir sind jetzt in dem anderen Bereich. Okay, Leute. Gut. Dann würde ich mal sagen, was haben wir hier noch? Ich würde aber gerne erstmal nochmal aufs Schiff, weil ich würde mich gerne mit Muni auffüllen. Ein kleiner was? Ein kleiner Kran zum Heben und Bewegen von schweren Gegenständen.
Auf der verwitterten Oberfläche der Maschine befinden sich viele kleine insektenähnliche Organismen. Aha. Auch voll korrodiert hier. Lieferanteneingang von Edward City. Okay, wir sind also gar nicht weit weg, scheinbar. Gut, wir gehen aber erstmal bitte nochmal auf das Schiff. Ich möchte ganz gerne nochmal gucken, weil ich glaube nämlich, wir kriegen neue Waffen. Leute, ah, da freue ich mich. So, sieht das Wasser jetzt ein bisschen besser aus zumindest. Ne, sieht immer noch aus, als würde das Schiff auf dem Wasser schweben, aber gut. Cockpit, liebe Leute. Und Safe Room. Oh, Safe Room. Gut, Leute. Dann bitte guck, ob du Waffen hast. Oh. Ja, wir haben neue Waffen. Panzerknacker. Hohe Penetration. Und hier, Kettenmine. Hammer, Leute. Wir können uns das alles kaufen. Leichter Körperpanzer. Was ist das denn? Nochmal. Mit diesem Panzer wird dein Trefferschaden halbiert. Ja, her damit. Immer schön her damit, Leute. Oh, Hammer, Leute. Wir haben hier so diese Waffe. Die ist der Hammer, wirklich. Die ist der Hammer. Und für die werde ich mir auch ein 50er Magazin holen. Einfach krass. Und das Ding können wir gleich auch gebrauchen. Deswegen werde ich mir davon auch ein mehr Magazin kaufen. Auf 50 hoch. Die werden wir auch gebrauchen. So, dann haben wir nichts. Die können wir mal aufladen. Sind wir noch genau auf 100.000. So. Leute, der Panzerknacker, den zeige ich euch gleich. Der ist so Hammer. Der ist so geil, wirklich. So, Leute. Das war doch das, was ich erreichen wollte hier. Wir haben eine neue Waffe. Und die werde ich jetzt ausrüsten. Die ist der Hammer, Leute. Zeige ich euch sofort. Waffe, Hauptwaffe, Panzerknacker. Gibt es ja noch Info, ne? Genau, Leute. Hohe Penetration. Wegen des hohen Rückschlags nicht im Lauf einsetzbar. Schaden heftig. Radius auch heftig, aber Tempo 30 nur. Egal. Nehme ich trotzdem. Und als Zweitwaffe brauchen wir, glaube ich, nicht die Machete, sondern wir nehmen jetzt mal hier diese Kettenmine. 5 Bodenminen. Sofortige Explosion. Wirft das Ziel um. Equipiere das bitte. Richtig geiles Zeug haben wir jetzt, Leute. Richtig geiles Zeug. Schaut euch dieses Ding an. Ist das krass, Leute. Hammergeil. Okay, wir haben jetzt die dicken Waffen, also. Das sagt schon einiges aus. Okay, Leute. Stadtfrontdock. Okay. Ah, und wir haben jetzt hier so schicke Anzüge an. Schaut mal, wenn man das durch die Pixel sehen kann. Wie gesagt, da werde ich was machen. Ich muss gucken, dass ich da irgendwie Dylan wieder normal hinkriege. So, können wir jetzt hier rein? Wir können hier rein. Stadtfrontstraße. So, Leute, dann sehen wir jetzt zum ersten Mal den Panzerknacker in Aktion. Wartet mal. Bam! Seht ihr das? Die Dinos, die fliegen einfach nur weg. Bam. Oh, rote. Bam. Hammerwaffe, wirklich. Hammerwaffe. Die Dinos sind mit einem Schuss tot und fliegen weg. Oh Mann. Und fliegen weg, Leute. Und da ist noch mehr. Oh, da ist doch einer. Ach du Penner. Ah, seht ihr das? Wir kriegen gar nicht mehr so viel Schaden. Ach, wow. Wow. Und die Dinos, die sehen auch scheiße aus, muss ich sagen. Aber wartet mal. Hohoho, drei auf einmal. Braune Dinos. Haben wir jetzt hier. Okay. Bam. So. Ist noch ein brauner. Und noch ein grüner. Und noch ein brauner. Diese braunen Dinos, ey. Oh, schaut mal hier. Was haben wir denn hier? Ein großes pflanzenfressendes Reptil, ein Triceratops, ist in die Mauer gelaufen und gestorben. Es scheint, dass jemand mit G
Gift auf ihn geschossen hat, wodurch sein Nervensystem zusammenbrach. Aha. Mit Gift auf den Triceratops. Okay. Interessant. Keep clear. Was haben wir hier Schönes? Ein Stahlturm der elektrischen Leitung liegt am Boden. Kann das der Triceratops gewesen sein? Boah, die Kraft hätte er. Die Kraft hätte er. Da ist noch einer. Oh. Hör doch auf. Da ist noch ein brauner. Boah, die kann man hier gar nicht erkennen. Okay, das tut mir jetzt gerade leid, Leute. Wie gesagt, ich werde die Auflösung definitiv nochmal ändern. Ja. Wir gehen aber jetzt gleich mal in diese Tür hier rein. Wenn die Dinos endlich mal genug haben hier. Haben wir es jetzt bald mal. Braune Dinos hier, ey. Wir haben's. Leute, alles klar. Gut. Dann können wir hier in diese Tür mal reingehen. Stadtfront Hof. 3400 Punkte, ey. Krass. So, was haben wir denn hier? Karte? Gib mir mal die Karte. Ein Safe Room auf jeden Fall, okay. Beziehungsweise ein Raum mit einem Computer drin. Ein kleiner Gabelstapler. Aus irgendeinem Grund ist er kaum benutzt worden. Boah, warum weiß er nicht, ne? Ja, wie soll er das auch wissen? So, hier haben wir gar nichts. Da haben wir wieder so Kisten. Okay. Da ist ein Computer. Was? Er wurde mit einer ziemlichen Gewalt zerstört. Oh Mann. Okay, was haben wir da? Europaletten. Aber hier irgendwas? Irgendwas drin? Wow! Oh! Triceratops. Ach Quatsch, was rede ich denn da? Triceratops. Ein Allosaurus. Und der ist mit 5 Schuss von dem Ding ist der weg. Ich glaube, das meinten die mit einer Waffe von hoher Feuerkraft. Der Panzerknacker. Ich glaube, die Waffe ist ein bisschen übertrieben. Aber gut, der ist ein Jeep. Darin befindet sich noch Benzin. Die Reifen sind verwittert, da sie lange gestanden haben. Boah, schau dich mal das an. Da ist so ein Dschungel im Hintergrund, ey, krass. Aber den Computer, den brauche ich ja jetzt hier nicht, oder? Warte, doch, ich lade ihn nochmal nach. Ich lade ihn nochmal nach. Shop, Money, wie viel kostet denn das? Geht! Das geht tatsächlich. Okay, Leute, aber ich glaube, diese Waffe ist echt übertrieben gerade. Die Knarre ist echt übertrieben. Wartet mal. Nimm mal wieder diese Plasmakanone hier. Damit ich auch im Laufen feuern kann. Ich glaube, diesen Panzerknacker, den werde ich tatsächlich für die Allosauren hier benutzen. Ey. Boah, der war echt schnell kaputt. Und dann auch noch ohne Schaden. Gut, Leute, dann gehen wir mal raus. Und dann schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Hier in diesem Stadtgebiet. Interessant, ne? Das wäre jetzt auch... Oh, da, kein Schaden. 5000, ist geil. So, kommen jetzt hier wieder Dinos angekackt. Tatsächlich. Okay. Dann kriegt er halt hier meine Schlumpfeiskanone. Was? Die stehen noch mal auf? Was zur Hölle? Wie, die stehen noch mal auf? Warum stehen die denn noch mal auf? Wie, die stehen auf? Normalerweise sind die mit einem Schuss kaputt. Tatsächlich. Die Roten, die stehen noch mal auf. Krass. Okay. Ja, das war ein Konter. Da muss man echt zweimal draufballern auf die. Wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Kollegen. Materialien zur Reparatur sind aufgestapelt. Sie sehen unberührt aus. Vielleicht dachten sie, eine Reparatur lohne sich nicht. Ja, das kann sein. Krass. Die braunen Dinos, die halten... Oder rot? Ist das rot? Keine Ahnung. Die halten echt 2 Schuss von dem Ding aus. So, dann hier, komm. So, einfach durchrennen hier.
Oder so. Genau. So. Sehr gut. Kriegen wir weiter Punkte hier? Tatsächlich. Die kriegen nicht genug. Die kriegen echt nicht genug, ne? Kann das sein? Echt kriegen die nicht genug. So. Und tschüss. Sehr gut. Und dann Konter. Ah, sehr schön. Konterattacke. Oh, was ist das denn? Bäh. Eine Dino-Datei. Geil. Was haben wir denn jetzt? Inus Transilvia. Boah, der sieht krass aus, Leute. Erinnert mich so ein bisschen an die aus dem ersten Teil, an die fetten Dinger. Bedeutung? Keine Angabe. Okay. Länge 3,7 Meter, Höhe 1,2 Meter. Beobachtungsbericht. Der Höhlenweg nach Edward City führt durch einen Vulkantunnel. Okay. Vor 2 Jahren wurde der Vulkan aktiv. Zur gleichen Zeit erschien diese vierbeinige Kreatur. Scheinbar bevorzugen sie als Lebensraum heiße, dunkle Orte. Zuerst dachten wir, sie seien Pflanzenfresser, da sie in ihrem feindlichen Lebensraum unter der Erde kaum lebende Beute finden würden. Als jedoch einer unserer Leute angegriffen wurde, merkten wir, dass es sich tatsächlich um Allesfresser handelt. Sie sind zwar langsam, aber gefährlich. Wir müssen herausfinden, wie wir ihren Attacken entgegnen können. Kampfhinweise. Wir müssen noch einen Weg finden, die Inus Transivia zu bekämpfen. Sie haben eine sehr harte Panzerung, die fast undurchdringlich ist. Panzerknacker. Mhm. Keine unserer normalen Feuerwaffen scheint sie zu verletzen. Sie haben kraftvolle Kiefer, die stark genug sind, einen Helm zu zermalmen. Ihre einzige Schwäche liegt in ihrem Angriff. Wenn sie angreifen, stellen sie sich auf ihre Hinterbeine. So wird ihr Bauch schutzlos. Dies ist eine Möglichkeit, auf sie zu schießen. Es scheint ihre einzige Schwachstelle zu sein. Momentan befindet sich ein Prototyp einer neuen Waffe in der letzten Entwicklungsphase. Eine Mine, mit der die Kreatur auf den Rücken geworfen werden soll. Ob es funktioniert, wissen wir nicht. Ah, die Minenkette, die haben wir uns besorgt hier. Das ist gut, Leute. So, es ist ein riesiger Gebissabdruck. Es könnte ein Abdruck eines Dinosauriers sein, den wir noch nie gesehen haben. Hm. Okay. Dann ist hier dieser Truck. Auf dem Truck befinden sich viele leere Gaszylinder. Auf ihnen sind Giftzeichen zu sehen. Oh Mann. Okay. Gift. Okay. Kommen jetzt hier noch welche? Was ist denn das hier? Och, jetzt brauche ich ernsthaft nochmal... Leute. Jetzt brauche ich ernsthaft nochmal die Machete. Das ist ja wohl nicht wahr. Na gut, dann... Hey. Na hier. So. Mach auf. So. Und Waffe, Zweitwaffe. Nimm wieder dieses Ding. Gut, liebe Leute. Immer in Betracht dessen, dass wir allerdings die Folge schon wieder voll haben. Gucken wir nochmal die Karte. Ja, ist der einzige Weg jetzt. Das sieht so höhlenmäßig aus da. Okay. Alles klar. Im Anbetracht dessen, was wir vorher schon wieder voll haben und ich unbedingt die Auflösung ändern möchte, würde ich mal sagen, mache ich jetzt hier erstmal Schluss. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir trotzdem mal gerne ein Like oder Abo da. Da würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.